So, liebe Leute, hiermit wieder hallo und herzlich willkommen zu Let's Play und 4 Live Frost hier. Unten, oben. Ja. Oh, wir können. Ja, zu rasch. Bitte gehen. Da auch ein Schlüssel. Nein. Aber hier gibt es wieder auch so eine Frucht. Ja, was machen wir denn hin? Hier hin. Wir haben immer so viele Fossonen, also wirklich. So, also auch ein Schlüssel? Ich vermute nicht. Oh doch, er verkauft uns auch einen. Können wir zwei kaufen? Ach, der Heiltrank gibt er uns auch. Oder nicht? Ey, nee, der hat uns nur den Heiltrank gezeigt. Okay. Stufe 19. Ah doch, hier gibt's auch eine Leute. Noch. Hey, Leute. Hier gibt's eine Leute. Ha. Ja, ist gut. Wie viel haben wir? Ja, das können wir uns gönnen. Hi. Zwei neuen teuer, aber doch. Oh. Oh, das lohnt sich aber, denke ich, oder? Was ist das? 1800? 2000. Sonst noch irgendwas? Ja, gut. Den Käse haben wir ja leider nicht zwei, aber wir können theoretisch noch kaufen, oder? Wie es einfach immer hier bei diesem Spiel ums Essen geht, ne? Wow, fast zwei Level auf. Na, jetzt gibt er uns nicht mehr so viel. Ne? Bin mir auch fast alles. 1200? Was ist denn das für ein Trank hier? Ja, das steht hier nicht. Das ist doch dieses Essigzeug. Wir nehmen hier auch mal. Ist relativ günstig, von dem her. Das eigentlich auch viel, das nicht so. Auch nicht so. Nicht so. Ja. Hi! Oma. Hokani Gotju. Hi! Ja, das bringt sehr wenig, aber... Yep. Ich hab gesagt, da könnte ich theoretisch noch Käse kaufen, oder? Ach, der hat kein Käse. Ah, doch, doch. Er verkauft. Wir nehmen hier Käse und Milch. Mal schauen. Weiß ich auch noch 100 PTS das andere Schloss, aber ja, das wird schon irgendwie gehen, ne? Das bringt uns mehr hier. Weil Münzen findet man ja relativ schnell, haben wir ja gesehen im letzten Part, da hatten wir, ich weiß auch nicht wie viel, oder wie wenig. Und deswegen, ja. Der Käse, was brauche ich eigentlich für Käse? Ah, hier, gibt's auch, oh, oh ja. Oh ja.
Genau. Einfach mal so. Weiß auch nicht, wie viele Level aufgestiegen. Nur noch ein bisschen essen, ja? So, wir können ihnen dann noch ein paar Knochen verkaufen. Und zwar mehr. Oder Überresten. Ja, das hier, das hier, das hier, das. Bringt uns zwar nicht allzu viel ein, aber immerhin. Ja. Immerhin was. Etwas. Oh. Wieder solche Gebiete, wo. Wo wir nur hier an gewissen Orten stehen dürfen. Finde ich immer interessant, so Gebiete. Macht es eben ein bisschen schwer. Ach, schon beim Aaron? Ah, weil das eigentlich gar nicht groß ist. Wir haben nur den Bierer. Okay. So, unten ist. Ich dachte, dass wir hier an einen anderen Ort hinkommen. Aber ja. Level 20. Das erhöht es einfach im normalen Level, oder? Gibt es irgendwas gegen Betäubgegner? Danke für den Vulkan, wart kurz. Ah ja gut, Heiltrank ist auch gut. Ist immer lustig, dass die in dem Moment eigentlich gar nichts machen können. Ist das eine Brandfall? Oh ja. Immer darauf schauen, ob der Berserker-Modus aktiviert ist. Nicht, weil es nicht viele Gegner gibt, die hier kurz und klein schlagen kann. Was ich halt schade bei dem Spiel eigentlich finde, ist, dass man immer die gleichen Attacken oftmals ausführt. Aber sonst. Unsichtbar. Juhu. Unsichtbar. Falsche Richtung. Was ich aber ziemlich schön finde, ist, dass es so viel unterschiedliche Dinge gibt. Also, dass jeder Spielcharakter eigentlich eine völlig andere Art und Weise hat. Wie er, ich sage mal, spielt, wie man damit spielen kann. Weil nicht jeder ist gleich. Jeder hat andere Attacken voran, das ist das Schöne. Manche können fliegen. Er zum Beispiel eben mit diesem Berserker-Modus. Das macht das Spiel eigentlich auch noch ziemlich interessant. Weil, ja. Es ist ziemlich abwechslungsreich.
was das anbelangt. Aber es gibt halt gewisse Dinge, die sind einfach immer dasselbe. Zum Beispiel hier immer das Essen und ja, ich weiß auch nicht. Oh. Noch einen weiteren Mondrad. Oh ne, ein Sonnenschlüssel. Okay. Aber zum Beispiel auch solche Gebiete oder man muss irgendwie. Ja, ich weiß auch nicht. Man muss sich kleiner machen. Ich weiß gar nicht, ob ich irgendwo hier stehe. Ja, ich habe eine leere Flasche. Kosten eigentlich die leeren Flaschen weniger als die anderen Dinge? Okay, dann kaufe ich mir eine. Ich muss ziehen wie den hier. Ich wollte eigentlich die komplette essen. Früher habe ich immer nicht gewusst, dass man hier mehrere auf einmal verkaufen kann. Ah, kurz, was brauche ich eigentlich nicht? Besiegt die Gegner, lass Geld fallen. Betäuben von Jörgerleiste für Vanilla. Den habe ich zwei Mischen von mir. Handfälle. Können wir auch gerottet kriegen. Sehr gut. So. Wir haben ja einen Mondreif, dann können wir das auch öffnen. Dann bräuchten wir jetzt einfach noch 100. Können wir auch die andere Seite da. Unten waren wir ja schon. Dann macht sie eigentlich alles. Ist alles gut. So. Hinauf. Oder hinaus. Oh, hier liegt ja noch ein bisschen Zeug herum. Ja, wir haben zwei von denen. Ja. Ja, eventuell können wir gar keine mehr kaufen, das könnte es sein. Was haben wir bekommen? Gefülltes Hühnchen, okay. Ja, Zwiebeln, okay. Gut. Bräuchten wir noch ein Hühnchen, also eigentlich ein Ei und alles ausbrüten und so. Ich glaube, wir können eventuell gar keinen Mondreif mehr kaufen. Also diese Lüstel hier, weil wir jetzt schon einen gekauft haben und sehr wahrscheinlich nur einen im Gebiet kaufen können. Vom Händler. Ich war ja ziemlich überrascht, dass der andere auch einen hatte. Aber ich habe das ja noch nie gemacht. Wir können ja mal kurz nachschauen. Hier war doch der. Oder auch nicht. Egal, wir brauchen jetzt den einfach mal hier. Und unsere Tasche ist ja noch größer jetzt geworden. Hm? Oh.
Untersuchen. Hä? Hä? Der stand vorhin gerade untersuchen. Okay, wir haben noch einen geheimen Raum gefunden, irgendwie. Mit einem Phosonenprisma. Okay. Okay. Naja, ich glaube, ich werde schneiden dann. Also. Der nächste. Wahnsinn. Versetz dich für eine Weile in Berserker. Bonus bei Stufenaufstieg. Nur am Boden. Ist das eine Fähigkeit, die wir ausrüsten können, oder ist das eine Fähigkeit, die einfach so... Oh, wir haben... Oh, wir haben 6 Talentenpunkte. Oh, wegzoomen. Und hier. Hat hier unten werden... Reduziert deine erlittenen Schaden, während du im Bergstärker-Modus bist. Das klingt doch super gut. Doppelt deine Stärke-Regeneration. Okay. Machen wir hier, dann machen wir ganz unten. Dann spare ich da auf. Oder ich versuche mal noch aufzusparen. Da. Oh, doch, der Wahnsinn können wir hier. Während das. Das haben wir auch noch nicht ausgewählt. Hier, wenn wir einfach Kreis drücken. Ups. So. Der Wahnsinn. Machen wir mal auf. Verschwunden. Ja. Einfach so ein versteckter Raum gefunden. Irgendwie, weil mir irgendwas angezeigt worden ist. Naja. Da. Das ist doch super. So, du. Aha. Aha, der verkauft wirklich das nicht mehr. Alte Käse und Ei. Milch. Ja, ich weiß, ich überreagiere hier. Trotzdem. Weil wir hier... Ohne Weile. Genau. Leute haben. Leute. Eigentlich völlig... Völlig unsinnig. Leute. Die Leute? Oder die Leute? Oder Leuten? Wobei Leuten auch wieder etwas von der Leute ist. Wir Leuten. Das ist eigentlich so. Wieder gebe uns auch ziemlich viel, aber was haben wir denn hier noch alles? Kaputt. 1400 bis 1000 oder. Ja, gut, dann nehmen wir den Käsekuchen. Geht einfach rack. Zuck. Was gibt mehr? Was denkt ihr? Also das gibt natürlich, warte, ich bin schon länger nicht. 1200. Und das gibt... Oh. Naja, wie wieder. Sonst kann ich gar nichts mehr, okay. Ja, dann. Irgendwann schon. Und sonst, wenn ich's nicht tue. Ach ja, wir hatten. Ah ne. Wunderbar. Noch irgendwelchen Müll zum Verkaufen.
Nein, verkaufen. Nein. Oh, ich bin zu schnell. Da. Hier, 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 hier. Ich weiß zwar nicht, was die denn mit den Knochen hier anfangen wollen, aber ja. Ich will es auch gar nicht wissen. Ah. Alles andere kommt hier eigentlich gar nicht mehr. Frage? Geld. Gesehen habe. Miniboss. Ah, die habe ich mal gemacht. Genau, die sind sowas von hässlich. Einfach so ein. Katastrophenwolke. Ja, das findet sich jetzt auch. Also solltest du vielleicht schauen, dass du auch in der Katastrophenwolke drin bleibst. Komm einfach zu uns. Genau. Mach dich super. Oh, ich habe etwas aktiviert, das ich gar nicht aktivieren wollte. Diese Wände hier. Da habe ich aus Versehen noch Steuerkreuz irgendwie mitgebracht. Und sogar noch in den in der richtigen Position. Also ich könnte ja jetzt behaupten, oh, das war alles Absicht, aber das war es definitiv jetzt nicht. Also eins kann man sagen, für Kinder ist das vielleicht nicht so das schöne Spiel, also vor allem mit der Unterwelt hier. Ich glaube, dass da könnten einige Kinder noch Albträume bekommen davon. Gut, Erwachsene theoretisch auch. Ich sag's euch einfach mal so. Falls es euch niemand gesagt hat, liebe Kinder, was hier zuschaut. Erwachsene, die haben Albträume, also ihr seid nicht alleine, ja? Hast du auch Albträume gehabt, ja? Oder findest du Albträume? Sowas in der Art, ja. Also ja. Komischerweise sind Albträume eigentlich meistens ziemlich skurril, also wenn man das den anderen Leuten erzählt, denkst du so. Aber das ist doch gar nicht so schlimm. Das Problem ist nicht, dass es nicht vielleicht schlimm sein sollte, sondern die Gefühle oder die Reaktion, das, was man verspürt, wenn man hier diese Träume hat, das ist das Problem. Sonnenschlüssel? Ja, liebe Leute, ich würde sagen, was sich hinter dieser Tür verbirgt, hier werden wir im nächsten Part sehen. Vielen, vielen Dank, habt ihr zugesehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Und ja, macht's gut und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Unfair Live Rasier. Also, tschüss!